So, da wären wir wieder zu einem neuen Part Wendell's Monday mit dem Zwergenfürst. Ja, den Officer Murray haben wir im letzten Part aus seinem Büro rausgejagt. Ja, erfolgreich. Dann würde ich mal sagen, eine neue Aufnahmesession. Okay, genug rumgelabert. Ich brauche ein Ticket und ich brauche es jetzt. Ja, wieso kannst du jetzt nicht... Ach, es ist... Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Yes! Randall wins. Na dann, wo ist denn der Randall? Hier ist er. Salat aus dem Bildschirm verschwunden. Metro-Tickets. Na komm. Lass mich jetzt aber durch. So. Oder braucht man das gar nicht? Aha. Wenn das Wohnung Triple Station. Ach, you are here. Alles da. Emerson Express. Alles klar. Emerson. Ja. Gar nicht abgehuckt von irgendeiner anderen. Inspiriert von der Bekanntenmarke. Und du verzweifelt bist mit deinem Teleskop. Jo. Jo, schauen als Pass. Jo. Klar. Und hier eine Anspielung auf Sachen, wie hieß es? Mir liegt's auf der Zunge. Portal. Shit. Na. Emerson Express. Ah, ich glaube, hier arbeite ich. Emerson Express. Ich rede nicht mit Ding. Außer Mortimer. Mit Express. Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Da kann man drüber diskutieren. Verkehrskegel. Oh. Kann man bestimmt auch irgendwo für benutzen. Wüsste nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Hai? So, guten Tag. Er sieht irgendwie weggetreten aus. Tja. Da kann das ich nur mehr zustimmen. Echt grausam. Die Bank? Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, ihr Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Tja. Scheiß Bank. Ich sag das nur einmal. Ich will 10 Millionen Dollar in kleinen, unmarkierten Scheinen. Ah, ein Versuch war's wert. Jo, Geldautomat. Ja, wäre schon geil, aber nein. Nicht ein bisschen Geld. Rück das Geld raus. Rück es raus. Rück's raus. So funktioniert es, glaube ich, nicht. Tja, Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Tja, Poster. Passe. Ja, kein Interesse an der Koala Convention in der Dr. Fred Edison Street. Hey, da wohnt Matt. Und du. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh, eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Na super. Und wir haben reingelangt. Das ist das Rohr, wo ich die vergammelte Zitrone gefunden habe. Ja. Da kommt sicher ein Echo zurück. Aber ich probiere es gar nicht erst aus. Jo, so, den kaufen wir nämlich. Da braucht man wohl eine Münze. Tja. Da braucht man wohl eine Münze. Ich glaube nicht, dass ich mit einem... Ach, wieso nicht? Ich denke mal, nein. Nicht wieso.
Manchmal juckt es mich echt mal, Feuer zu legen, nur um zu sehen, ob diese Dinger überhaupt einen Zweck erfüllen oder einfach nur dumm rumstehen. Ja. Nö, danke. Ansteige, da wollen wir jetzt nicht hin. Geld haben wir keins mehr. Das ist Mats Geld. Tja, schade. Die Pfandleihe. Oh, hallo. Ein Dieb. Mercury's Cola-Pyramide. Nee, Cody sieht ein bisschen anders aus. Eine Dose Mercury Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Scheinbar nicht. Ich mag keine Mercury Cola. Hey, bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Das kann ich nicht rumtragen. Nicht? Wie schade. Ist das Strives Schwert? Schätze, das braucht er nicht mehr. Proton-Pack. Das ist doch Ghostbusters. Den würde ich gern nehmen und den Scolari Brothers so richtig einheizen. Aber ich lasse es lieber. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Tja. Dort vielleicht. Ein Dieb. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Du siehst verdächtig aus. Und würdest du gerne tot aussehen? Verpiss dich. nee, vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, der will gerade nicht mit mir reden. Vielleicht später. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Joa, bei ihm vielleicht. Müll. Hier ist so viel Zeug. Jo. Eine Menge zugegebenermaßen prächtiger Müll. Tresen. Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Ja, noch mehr Müll. Eine Menge zugegebenermaßen prächtiger Müll. Eine Uhr. Eine Analoguhr. Stehen geblieben. Tja, im letzten Jahrhundert wahrscheinlich. Mir ist gerade nicht. Die trage ich nicht rum. Hätte ja sein können, dass in dem Inventar noch ums Platz. Die trage ich nur rum, wenn es unbedingt sein muss. Muss es. Also nimm es mit. Nur eine Gasflasche. Überhaupt nicht geheimnisvoll. Ja. Oh, Hoverboards. Mord. McFly. Notizbuch. Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Tja. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Du willst, dass ich damit... Ja, ein Versuch wert. Nö, danke. Nicht mit Mel reden. Tja, Morgen. Was willst du? Oh. Hast du eine von Groucho Marx signierte Konsole? Hab die letzte vor 2 Minuten verkauft. Warte mal. Bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Bin ich das? Nicht, dass es mich interessiert oder so, aber solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ja, Arbeit. Ich mach grad eine Kippenpause. Na dann, wenn du nichts kaufen oder verkaufen willst. Namaste. Kippenpause. Ich würde ja gern noch eine Weile bleiben und reden, aber ich bin echt schon spät dran. Tja, Der wäre sicherlich nicht gerade erfreut. Das glaube ich. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Jo. Na dann, zur Straße. Machen wir uns vielleicht, auch nur vielleicht, auf den Weg zur Arbeit. Ja, Kanalisation. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Tja, es hält denn. Dr. Connors, sind Sie da drin? Wir steigen da runter. Nein. Hätte sein können. Tja.
Bahnsteige. Nee, jetzt nicht. Wir müssen mal auf Arbeit. Good morning, Vietnam! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Och bitte, nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, das hier wäre der Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Koala-Convention. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Das stimmt wohl, aber wenn Sie noch etwas mehr von Ihrer Geduld übrig haben, überrasche ich Sie vielleicht. Dieser Kerl zum Beispiel, das ist Hong. Na, überrascht? Hong wer? Wer zur Hölle ist Hong? Was für ein Hong? Mein asiatischer Kumpel. Der Typ aus dem Vogelladen. Sehen Sie, ich habe ihm mein Diensthandy gegeben und im Gegenzug habe ich einen Käfig voll Tauben bekommen. Die habe ich dann für eine Slow-Mo-Action-Szene gleich bei mir um die Ecke benutzt. Halt die Klappe! Bitte, schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat das auch schon gemacht und ich habe einen Mordskater. Oh, wo wir gerade davon reden. Ich brauche einen Vorschuss. Ist das dein Ernst? Ich glaub's ja nicht. Im Ernst? Oh, habe ich nicht mein Ich-meines-Ernst-Gesicht gemacht? Es tut mir leid. Oh, wo soll ich anfangen? Weißt du noch, wie ich dir den Schlüssel gegeben habe, damit du Freitagabend den Laden dicht machst? Und jetzt sind sie dran, mich zu überraschen. Ach ja? Na, ich musste einen Schlüsseldienst anrufen, um die Tür aufzubekommen. Und er hat mir einen besonderen Pyjama-Preis gemacht, weil ich ihn geweckt hatte. Also Schnauze und her mit dem Schlüssel. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen. Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Super Zuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein? Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins habe ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweihen. Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst, war der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hex! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre. Ja, hier oben übrigens ein Ball. Nicht ein Ball, der Ball. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie hieß der? Ich hab den Film, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich geguckt. Reingeguckt habe ich nochmal. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Ja. Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte.
Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Nicht. Was hab ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hex. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab Ihnen doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie, ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Das Fass zum... Licht, ob das heißt, dann du bist ja immer noch hier. Ja, der Wendell, ein waschechter Kleptoman. Und ein Wonder Woman Poster oder was da auch von übrig geblieben ist, verunstaltet das. Und hier wieder Portal. Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir ja einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Nehmen wir noch ein Päckchen weg. Ich nehme noch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist? Ja. Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Nicht von dir. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Doch. Doch, das kannst du. Ich nehme die Poster nicht mit, klar? Schade. Noch ein bisschen Kleptomanie. Warum sollte ich die Poster mitnehmen? Nachdem du gefeuert wurdest. Kein Durst. Nicht? Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Ja, voll erfrischende. Ich nehme die Poster nicht mit, klar? Aber Poster anschauen, und noch mehr Poster. Tja. Kein Durst. Na dann, sind wir wohl gefeuert und gehen uns zurück auf die Straße. Oh, großartig. Jo. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Oh, wei. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Ein Radio. Man kann von hier ins Büro schauen. Warum macht er sein Fenster? Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Eher nicht. Kannst du was durchwerfen? Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, ist ja gut. Kein Stress. Ich behalte das Radio.
oder können wir es zurückwerfen? Radio? Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Nee, jetzt nicht. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Dann zu den Bahnsteigen. Ah, okay. Fantleye Mers Shop. Masu Express. Ja. Gilt mein Ticket denn noch? Vielleicht können wir jetzt. Nein. Aber da unten kann man doch bestimmt irgendwie Geld finden. Nee, der Ring bleibt bei mir. Ja, okay. Pfandleihe. Wir brauchen Geld, also. Das gebe ich nicht weg. Tja, Nee. Dann halt nicht, ein kaputtes Radio. Das würde ich eher lassen. Na gut, eine Fernbindung. Warum? Vielleicht gibt's ein bisschen Geld für. Tja. Dann wohl. Wieder zurück. Ignoriere. Nee, interagiere, nicht ignoriere. Mit deiner Umwelt. Manchmal gibt es Gegenstände, die man nicht mitnehmen kann, aber man kann draufdrücken. Sie anschalten oder so weiter. Aha, wären wir hier also zurück. Ich vermeide den Kunden. Ja, können wir mit dir also immer noch nicht reden? Tja. Dann also zurück. Nichts für mich drin. Tja. Hast du Geld für mich, Vertreter? Ich sag dir, tut mir leid. Nicht, dass ich ihm helfen will. Tja. Das sieht jetzt schlecht für mich aus im Moment. Das ist ein bisschen. Tja. Die Tauben einfangen. Und damit Geld verdienen. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Ja, momentan ist scheinbar alles irgendwie ernst mit dem halt. Ja, Treppenhaus. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Tja, geschlossen. Irgendeine andere Idee? Ja. Ich wünschte, ich würde ins Grand. Nichts von Interesse. Ja, das haben wir ja hier eigentlich schon abgesucht. Tja. Ich kann in diesem Spiel nicht sterben. Aha, interessant. Im
Und scheinbar habe ich auch ein Tagesticket und kann hier so oft wie möglich, so oft wie ich will, hin und her fahren. Tja. Die Bank bringt mich immer noch nicht weiter. Nein, danke. Ich hab schon. Bin ich rot. Also, eher nicht. Das muss nicht geklebt werden. Eher nicht. Tja, Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie. Ja, bin ich schlecht. Wenn du das für eine gute Idee. Das kann ich nicht rasen. Tja, Ich glaub nicht, dass das was bringt. Nicht wirklich. Oh, Es wird nicht klappen. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Das ist einfach nur dumm. Ja. Hey, dann mach ich doch alles dreckig. Wenn du das für eine gute Idee. Ja, hab ich langsam nötig. Wozu? Ist doch schon auf. Das kann ich nicht rasieren. Ich glaub nicht, dass. Zitrone verkaufen. Niemand will eine vergammelte Zitrone. Verstehe ich. Ach so, nee, nein. Das muss jetzt nicht sein. Verkehrs. Okay. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaub's nicht, dass das was bringt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Was alles keinen Sinn macht. Das macht keinen Sinn. Nee. Nee. Das ist keine gute Idee. Ja, Tja, also, Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Das ist doch gerade eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Vergiss es. Doch. Passe. Da müssen wir hin. Eine Koala-Convention in der Dr. Fred Edison Street. Nee, müssen wir nicht. Hey, da wohnt Matt. Das ist irgendwie absurd. Tja, da braucht man Geld für. Da braucht man wohl eine Münze. In der Pfandleihe kommen wir ja auch nicht weiter. Tja. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Hat der vielleicht irgendeinen Tipp für uns? Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Ich habe. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen. Mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Das
ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich! Brauche ich nicht. Nee, den würde ich nicht loswerden. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel auch selber gemacht. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Und mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Die brauchen ja kein Geld. Also, es ist ja... Ich weiß, das geht mir nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Oh. Da hat der doch was geklaut. Das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow. Dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Zum Geier. Ich liebe den Kerl. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld nicht brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Das auf jeden Fall probieren. Ich hab da vielleicht eine Kiste voll Schrott und zu viel Freizeit. Sieht ganz danach aus. Jo. Na dann, schauen wir mal bei Randalls Wohnung nach. Der Kontinent Tamriel ist riesig. Du kannst deine Position jederzeit aktualisieren. Ja. Dann schätze ich mal, durchs Treppenhaus kommen wir nicht. Oh, kommen wir doch. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Okay.